Wir sind beim Max-Offels-Preis in Saarbrücken. Und ich bin jetzt Tag 4 hier, ne? Ja. Tag 4, dritte Vorführung gerade da. Ja! Hier hat sie. Ja! Ja. Jetzt begrüße ich Florian Forsch mit Team. Heute, ganz ursprünglich, wollte ich einen Film machen über die Manipulation von Jugendlichen in der Neonazi-Szene. Mir ist aufgefallen, dass viel zu wenig so drüber gesprochen wird, viel zu wenig Kids aufgeklärt werden, und dachte, das ist dann mal einfach an der Zeit, da was zu machen. Und dann haben wir ganz viel recherchiert, auch da vor Ort und so. Und dann am Ende so diesen Fall gebaut. Also der ist fiktiv. Ja, ist gut. Was machst du mit sowas? Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugungen Risiken einzugehen, dann taugen entweder seine Überzeugungen nichts oder er selbst. Und vorher weiß man, ob die Überzeugungen was taugen. Herzlich willkommen zur Preisverleihung des 39. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Ein Junge auf der Suche nach Zugehörigkeit. Wenn er glaubt, einen Freund zu finden, ist uns schnell klar, dass dieser sein Bedürfnis nicht erfüllt. Und wir schauen dabei zu, wie sich der Junge auf einen traumatischen Einschnitt in seinem Leben zubewegt. Diesen Weg erzählt der Film mit zwei unglaublich starken Darstellern, ambivalent und mit einem Ende, das so mutig und so kraftvoll ist, dass es den Zuschauer zur Auseinandersetzung zwingt. Der Max-Ophüls-Preis bester mittellanger Film geht an Esther Mann. Ja, ich bin ganz ein bisschen überwältigt. Dankeschön, also natürlich an den Jury, aber auch ganz, ganz vor allem an unsere wunderbare Jury. Und danke an viele, die mir das produziert haben. Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben. Kunsthochschule für Medien, Zartbitter, Land Vorarlberg, BKM, alle, die uns unterstützt haben. Danke, ohne euch wäre das nicht möglich, wäre das absolut nicht möglich. Danke, ey. Super. Ja.